Design und moderne Technik. Das vereint die Supersportwagen von Porsche, Ferrari und McLaren. Bei knapp unter 1000 PS und Preisen um 1 Million Euro sind sie für viele Autoenthusiasten einfach nur ein Traum. Der LaFerrari, der McLaren P1 und der Porsche 918 Spyder. Wenn es um die Entwicklung neuer Sportwagentechnik geht, ist Emerson Fittipaldi Spezialist. Der zweifache Formel-1-Weltmeister aus Brasilien kennt sich in der Szene aus. Ich weiß, dass diese Autos sehr ähnlich zu echten Rennwagen sind. Ich bin den McLaren gefahren. Zusammen mit dem Porsche und dem Ferrari sind das die Supersportwagen, die einfach fantastische Autos sind. Das sind alles fahrende Labore mit der Kombination aus Verbrennungsmotor und Elektroantrieb. Das ist sehr effizient und die Zukunft des Automobilbaus. Macht diese Kombination die Autos auch schneller? Die Nordschleife des weltberühmten Nürburgrings. Eine Rekordfahrt steht an. Porsche will mit dem 918 Spyder den Rekord für straßenzugelassene Serienfahrzeuge knacken. Das ehrgeizige Ziel? Eine Zeit unter 7 Minuten. Am Steuer Le Mans-Rennfahrer Marc Lieb. Er hat als Ingenieur die Entwicklung des Wagens mitgestaltet. Der bisherige Rekord für die 20,2 Kilometer lange Strecke liegt bei 7 Minuten und 12 Sekunden. Man hat einfach auch die Anspannung gemerkt im ganzen Team. Man wusste nicht so genau, was ist wirklich möglich mit dem Fahrzeug. Schaffen wir es unter 7 Minuten? Für Marc Lieb ein nicht alltäglicher Versuch. Der erfolgreiche Fahrer ist bei seinen Rennen normalerweise nicht auf Straßenreifen unterwegs. Zum Beispiel am Schwedenkreuz über 300 km/h, das bin ich vorher noch nie gefahren, selbst mit dem Rennfahrzeug nicht. Die Heimat des 918 Spyder, Zuffenhausen am Rande von Stuttgart. Hier ist der Hauptsitz von Porsche und hier wird seit über 50 Jahren auch der 911er gebaut. Früher in Handarbeit, jetzt auch mit moderner Technik. Rund 30.000 Elfer verlassen hier jährlich das Werk. Und direkt nebenan gehen Stückzahlen vom Band, die Spezielles erahnen lassen. Die Manufaktur ist eigentlich ein ganz wesentlicher Bestandteil, wenn man solches Auto macht. Für Supersportwagenverhältnisse bauen wir relativ viele Autos mit 918 Stück. Es geht aber eben auch nur aufgrund des Fertigungskonzepts, aufgrund der sehr, sehr konsequenten Konstruktion dieses Autos, wirklich nur in Handarbeit. Feinstes Leder. Hier werden nur die bestgeeignetsten Materialien verbaut. Das Herzstück, der 8-Zylinder-Verbrennungsmotor, wird von einem Mechaniker von Anfang bis Ende allein zusammengesetzt. Es dauert rund 20 Stunden. Dann ist der Motor fertig und wartet darauf, per Hand eingesetzt zu werden. Rund 800.000 Euro kostet der 887 PS starke Sportwagen. Mit speziellen Extras zur weiteren Steigerung der Fahrdynamik oder einer Sonderlackierung sind schnell knapp 1 Million Euro ausgegeben. Dennoch ist der Wagen heiß begehrt. Jetzt ist der Tag, in dem wir ausverkauft waren, wenige Tage her. Sie können sich vorstellen, wie viel Freudenschrei es gab im Team. Osman Dumbuya ist ein echter Sportwagen-Fan. Die Topcars von Ferrari, McLaren und Porsche faszinieren ihn. Beim 918 Spyder hat er zugeschlagen. Viele Käufer lieben das einzigartige Motorengeräusch ihres Sportwagens. Ihn begeistert vielmehr das lautlose Fahren mit Elektroantrieb, was im Vergleich zu den anderen Supersportwagen nur der Porsche kann. Also was ich ganz faszinierend finde, ist, dass ich selber am liebsten eigentlich im Elektromodus fahre, was natürlich ein krasser Widerspruch zu dem Fahrzeug als solches ist. Es fühlt sich halt so an, als wenn man eigentlich in einem Zukunftsmobil fährt, ja, mit einem Auto, was es eigentlich erst in 20 Jahren geben dürfte. Und das macht schon Spaß. Auch die anderen Hersteller von Supersportwagen setzen auf Hybridtechnik, geringe Stückzahlen und stolze Preise. McLaren baut nur 375 Exemplare des P1, Preis ab 1 Million Euro. Der Ferrari soll noch rund 200.000 Euro mehr kosten, bei nur 499 Autos. Und es wird weitere sparsamere Hybrid-Rennautos geben. Lamborghini hat jetzt eine Studie des Plug-in-Hybrid Asterion präsentiert. Das Auto ist der erste Lamborghini überhaupt, der elektrisch fährt.
Zurück zum Rekordversuch des 918 Spyder. Die Uhr läuft. Es gilt, unter 7 Minuten zu bleiben. Marc Lieb fährt letzte Rille und holt alles aus dem Auto raus. Und sie schaffen es. 6 Minuten 57, eine Rekordfahrt und technische sowie fahrerische Topleistung. Die Hybridtechnik scheint sich also auch im Feld der Supersportwagen durchzusetzen. Die Leistung der Boliden spricht zumindest für sich.